Auswahl sortieren, brauchen wir als erstes ein unsortiertes Array. Hier zum Beispiel eines mit Zahlen in beliebiger Länge, das logischerweise unsortiert ist. Wir suchen uns das kleinste Element in diesem Array, in diesem Fall die 1, und tauschen es mit dem ersten Element, das an dieser der Stelle steht, tauschen die beiden also aus und merken uns, okay, der 1er ist jetzt sortiert und an der richtigen Stelle. Dann suchen wir wiederum das kleinste bisher unsortierte Element. Also wir schauen uns nur mehr die Zahlen an, die noch nicht sortiert sind. Also den 1er, den lassen wir außen vor und suchen wir das kleinste Element, in diesem Fall die 2, tauschen es mit der nächsten Stelle, wo noch nicht sortiert ist, also mit der 5. Dadurch sind jetzt 1 und 2 bereits sortiert. Dieses Spiel setzen wir fort. Wir nehmen die 3 als kleinstes Element, tauschen es mit der 5 und 1, 2 und 3 sind jetzt sortiert. Das gleiche Spiel nochmal. Wir tauschen 4 mit 9, dann 5 mit 9. Es sind 2 Fünfer vorhanden, es ist in dem Fall egal, welchen wir verwenden. Wir nehmen einfach den erstbesten und tauschen die durch. Der zweite kommt dann von ganz alleine wieder in der nächsten Runde. So gehen wir die Schritte durch, bis schlussendlich alle Elemente im Array durchlaufen sind und sortiert sind. Auch 8 und 9 wird in dem Fall noch einmal verglichen, weil wir noch nicht wissen können, automatisiert, dass diese Zahlen bereits sortiert sind. Am Ende des Algorithmus ist das gesamte Array sortiert. Wenn wir den Ablauf nun formalisieren, können wir sagen, okay, wähle eine Variable i, die den Platz beschreibt, wo das nächste sortierte Element stehen soll. Also, zu Beginn war das die 0, dann die 1, dann die 2 und so weiter, bis wir am Ende angekommen sind. Diese Variable erhält den Wert 0 zu Beginn. Dann in eine Schleife finde die kleinste Zahl z oder das kleinste Element im Array, wobei die Position größer als i sein muss. Tausche die Zahl z und die Zahl, die an der Stelle i steht, erhöhe i um 1. Mach das solange i nicht das Ende erreicht hat. Das ist auch schon der ganze Sortieralgorithmus beim Einfügesortieren. Wie sieht es mit der Geschwindigkeit dieses Algorithmus aus? Nicht alle Algorithmen sind gleich schnell. In diesem Fall ist es so, dass wir das Array einmal auf jeden Fall durchlaufen müssen, das ist das n. Und die Anzahl der Elemente, wenn wir das kleinste Element suchen, ist theoretisch auch n, wobei sich das immer verringert, das heißt im Schnitt ist es n halbe. Sozusagen haben wir eine Laufzeit von n Quadrat, da der konstante Faktor durch 2 in der Big O Notation, also in der Betrachtung der Laufzeitkomplexität für den schlimmsten Fall, werden konstante Werte einfach ignoriert. Demnach hat dieser Algorithmus eine Geschwindigkeit von n Quadrat. Das heißt, wenn wir doppelt so viele Werte im Array haben, dauert der Algorithmus in Summe viermal so lange. Also die Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente n ist die Anzahl der Vergleiche oder Durchläufe in der Schleife, die er braucht, quadratisch so hoch, also n Quadrat. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Implementierung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.